So, hallo, wir machen weiter. Bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom, falls man mich nicht kennt, Informationen zum Let's Play sind in der Beschreibung. Unter anderem, dass das hier ungeschnitten ist. Das heißt, ihr begleitet mich einfach bei meinem Erlebnis, wie ich das erste Mal selber dieses Spiel erlebe. Und das kann mal spannender sein und mal weniger spannend. Aber ich denke, in den ersten Parts ist es doch noch sehr spannend, weil da doch in jedem Part auf jeden Fall was Tolles passiert. Wie jetzt, wo wir diesen neuen Schrein hier betreten. Den letzten Schrein im Anfangsgebiet. Let's go. Zumindest der letzte Schrein, bevor wir diese Statue benutzen können, die wir letztes Mal gesehen haben. So, rein da. Ich denke, ich kriege jetzt keine neue Fähigkeit, weil ich denke, dieser Schrein wird die Zeitfähigkeit prüfen. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Wenn ich noch eine neue Fähigkeit bekomme, nehme ich auch. Habe ich jetzt kein Problem mit. Aber, nee, es passiert genau gar nichts. Umkehr, ja. Okay. Das ist schon der Zeitschrein. Gut. Das Wasser zieht's. Okay, ich habe jetzt schon eine Vermutung. Das Wasser zieht's nämlich. Ja, okay. Kann ich das ganze Wasser? Nein, ich kann nur das Floß. Okay. Also ich kann das Floß nicht. Das Wasser kann ich nicht zurückziehen. Aber das Floß selber kann ich zurückkehren lassen. Okay. Alles klar. So. Ich wollte mal gucken, ob da unten, ob es da zu einer Truhe geht. Nein. Oh. Okay, das muss ich noch ein bisschen fahren lassen. Noch ein bisschen mehr. Und jetzt drauf. Und jetzt jietet mich das gleich so richtig schön nach oben. Ah, man sieht auch, was das Objekt für einen Kurs gilt. Hui! Das ist der Strich hier. Da sieht man, was das Objekt für einen Kurs nimmt. Das ist ja super lustig. Okay, das gefällt mir sehr gut. Okay, ich habe auf dem Weg hierher nichts verpasst. Alles easy. So. Jetzt geht's hier nach hinten. Okay, da geht's erstmal zu einer ganz einfachen Truhe. Dann gönnen wir uns die doch gleich mal. Holzpfeil mal 10, sehr schön. Gibt es noch mehr Truhen? Nein, das war's auch schon. Perfekt. So muss das. Also gilt es nur noch, das Rätsel zu lösen und dann sind wir schon fertig. Ja, okay. Alles klar. Das war jetzt nicht, wie ich das wollte. So rum. Easy. Okay. Ja, das war's. Das war ein sehr kurzer Schrein. Der hätte ja fast sogar noch in den anderen Part reingepasst, muss ich gestehen jetzt, aber okay. Egal. Dafür dann jetzt Tempel der Zeit. Yay. Viertes Segenslicht und wir können uns jetzt einen Herzcontainer holen. Nur was macht das Spiel, wenn ich jetzt einen Ausdauercontainer wähle? Vorausgesetzt, dass das wieder geht. Sagt das Spiel dann so, wieso machst du das? Ich will das nicht. Aber wahrscheinlich geht's nicht. Man kann nicht so einen Herzcontainer holen. So. Okay, ja, dann gehen wir wieder zum Tempel der Zeit, ne? Jetzt kann ich also hier runter segeln. Das wäre wahrscheinlich ein sehr cooles Erlebnis. Deswegen machen wir das auf jeden Fall. Nein. Nein, jetzt genau. Deswegen machen wir das auf jeden Fall. Aber ich kann wahrscheinlich... Ich hätte wahrscheinlich auch andere Wege gehen können. Hui!
Das ist schon sehr, sehr cool. Da fliege ich jetzt nicht sogar zu weit. Also da fliege ich doch jetzt überall hin, aber nicht da, wo ich hin will. Wir machen mal Sturzflug. Da können wir, auf die Insel müssen wir auch, glaube ich. Ich glaube, auf der Insel waren wir auch noch nicht, die ich da im Hintergrund sehe. Kann das sein? Das ist viel zu weit. Lol, was passiert? Geht der jetzt irgendwann kaputt, wenn er nicht mehr fliegt? Ich habe Angst. Aber zum Glück ist Wasser unter mir. Ah, man kann nicht unendlich weit fliegen. Das könnte gleich wehtun. Nein! What? Okay, das hat gut funktioniert. Tiefe Stürze, ja, danke für den Info. Es hat ja fantastisch funktioniert, Mensch. Okay, das erklärt, man kann damit nicht überall hinfliegen. Gut. Gut, dass wir drüber geredet haben. Junge. Dann war das jetzt für die Wissenschaft. Dann gehen wir jetzt doch gleich mal zu der einen kleinen Insel, die ich gesehen habe. Die da hier, ne? Genau. Krogring. Easy. Sehr schön. Gut. Tschüss. Die große Frage ist nur, ist hier noch irgendwas? Also gibt es hier noch eine Truhe oder ist es nur dieser Krog gewesen? Es gibt auf jeden Fall einen Link, der nicht nach hoch klettern kann. Danke. Okay, ich renne einmal ganz schnell ein bisschen außen rum, um mich umzugucken. Aber ich schätze, dass es einfach nur der Krog war. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts weiter zu sehen. Okay, jetzt ist die goldene Frage: Wohin kann ich von hier aus springen? In welches Wasser? Kann ich mich hier gleiten lassen? Da wäre eine recht große Fläche. Ja, ich glaube, die nehmen wir. Ich glaube, diese Wasserfläche ist ganz gut. Beziehungsweise. Wait a moment. Wir segeln nochmal runter und nehmen noch die andere kleine Insel mit. So. Mir fällt auch gerade was ein. Nein. Mir fällt auch gerade was ein. So, wo ist die? Genau da drüben.
aber das Wasser zu treffen wird gar nicht so einfach. Ja, ich versuche mal noch ein bisschen näher zu kommen. Und einfach jetzt so ein bisschen zu kreisen. Das ist eine ganz schön kleine Wasserfläche. Oh, jetzt wird er gleich aufhören zu segeln. Ja, schlecht. Okay, ich versuche mein Glück. Nee. Oder? Oder? Oh mein Gott, ja. Doch, ich treff's, ich treff's. Nein, ich wollte keinen Pfeil schießen. Danke dafür. Okay, hier ist sogar ein bisschen Ruinen und so Zeug. Und da ist die Truhe. Sehr gut. Oh, was mir aber gerade auffällt. Ja, doch, man sieht es so ein bisschen, die Truhen. Okay, ich wollte gerade sagen, die leuchten nicht so, die werden nicht so hervorgehoben wie beim Magnetmodul. Was die Suche ein bisschen schwieriger macht, aber ist okay. Nice. Sehr schön. Ich sag so nice und es ist einfach ein Objekt, was ich überhaupt nicht benutze. Aber man weiß einfach, dass man was Besonderes gefunden hat. So. Haben wir noch den Krog, ist jetzt die einzige Frage. Oder ist es nur die Truhe gewesen? Ich hoffe, in dem anderen Wasser war nicht auch noch irgendwas, aber ich glaube es jetzt mal nicht. Nee, ich glaube, ein Krog ist hier nicht. Muss ja auch nicht immer alles überall sein. So, komme ich von hier irgendwie schnell irgendwo hin runter? Ja, ich kann auf dem Alpha-Konstrukt-Viech landen. Das wird sicherlich gut funktionieren. In welchem Wasser könnte ich denn jetzt landen? In dem Wasser. Oder? Ja, das ist recht groß. Ja, das ist. Also, das Wasser sollte ich doch wohl treffen. Ich nicht immer den Pfeil, die andere Taste. Genau die da. Okay. Oh, das ist kein Wasser. Schwierige Momente. Das ist Wasser. Das war knapp. Mir kommt gerade, ich hätte mich auch einfach porten können, aber es ist egal. Ich bin ja blöd. Ich hätte mich auch einfach porten können. Gut. So. Dann. Dann haben wir jetzt hier eigentlich, denke ich, soweit fast alles gesehen. Ich will noch eine Sache machen, die ich nicht gemacht habe. Und zwar war doch da eine Stelle, wo ich eine Brücke bauen sollte, und dann habe ich die Sachen da in den Abgrund geworfen und dann bin ich da nicht mehr hin zurückgekehrt. Vielleicht bauen wir da nochmal schnell die Brücke. Da ist bestimmt nur eine Truhe oder ein Kock auf der anderen Seite, aber vielleicht machen wir das mal gerade. Irgendwas ist da auf jeden Fall auf der anderen Seite. Irgendwas ist auf jeden Fall, was man sich holen soll. So. Und das habe ich einfach weggeworfen, das Zeug. Und das war halt. Also, es war ein Test. Der funktioniert hat. Also, der Test hat gut funktioniert. Die Sachen waren weg. So, das war das Resultat. Die Sachen waren halt weg. Yes. Beste Brücke. So. Hier sind noch mal mehr so Dinger. Okay. Ja. Ja. Soll unter den Dingern irgendwas sein? Oh, ich kann. Das ist auch interessant. Ich kann ihn gar nicht mit dem anderen hochheben. Nee. Da ist tatsächlich nichts.
Hier kommt man nur hier runter. Ja, gut, okay. Ja gut, dann wäre das nur ein Alternativweg gewesen, wo ich dann halt hin bin. Boah. Dann war es nicht wichtig. Ist in Ordnung. Genau, weil hier unten waren wir dann sowieso. Okay, aber dann haben wir auch nichts verpasst. Passt. Wunderbar. Gut. Dann haben wir auch nichts verpasst. Okay. Wie gesagt, wenn ich irgendwo was ganz Wichtiges verpasst habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Solange es nicht spoilert, irgendwas storytechnisches spoilert, könnt ihr mir sowas immer schreiben, wenn ich was verpasst habe. Und dann versuche ich das auch nachzuholen. Bei Gelegenheit. Aber, ja. Das scheint jetzt hier nichts. Nee, ich gucke jetzt nicht jeden kleinsten Fitzel ab. Das ist Quatsch. Wir gehen wieder zum Tempel der Zeit und erfreuen uns gleich einem vierten Herz. Ach komm, ich port mich rüber. Ich drücke falsche Tasten. Ach, ich kann mich. Ich habe hier keinen Port. Ich habe hierhin keinen Port. Okay. Dann bin ich hier doch am nächsten. Na gut. Wie komme ich denn jetzt darüber? Ah, hier. Schneller, schneller. Nein! Das hat nicht funktioniert. Schade. Schade eigentlich. Gut, dann gehen wir halt hinten rum. Mein Gott. So. Ich will kurz was testen. Moin. Wenn ich jetzt. Oh, der hat einen Pfeil und Bogen, das ist natürlich blöd. Komm mal her. Bleibt der auf Ort und Stelle oder was? Was ist das denn für eine Pflaume? Ja, der bleibt einfach stehen. Ja, das nützt mir dann gar nichts. Ich wollte was anderes testen. Aber wenn der mir nicht folgt, dann ist das Quatsch. Ja gut, dann nicht, was soll's. Wir sind wieder hier in unserem Revier. War nie wirklich weg. Okay. Jetzt gehen wir noch mal ganz entspannt hier die Zahnräder hoch, ohne große Rumexperimentierung. Zack. Junge. Ich wollte schon sagen, mach nicht dies. Zack.
So. Und jetzt kann ich mir ein neues Herz holen. Meine Güte. Meine Güte. Ja, ich kann nur Herzen erbitten, ich wollte schon sagen. Normalerweise gibt es hier, glaube ich, auch Ausdauer. Aber hier geht es natürlich jetzt um den Herzcontainer, den man haben soll. Okay. Also, das läuft wieder ganz genauso. Ich muss Schreine machen, dafür kriege ich Ausdauer und Herzcontainer. Yay! Sehr gut. Bringe der Welt den Frieden zurück. I try. So, und jetzt kann ich die Tür hier öffnen. Hurra. Entschuldigung. Ich dachte, ich mache es ein bisschen atmosphärischer. Keine Ahnung, wie das jetzt geklungen hat durchs Mikrofon. Ich will es auch gar nicht wissen. So, meine Damen und Herren. Jetzt sind wir auf der Brücke, wo wir vorhin schon mal standen. Was ist jetzt anders? Du hast es geschafft. Die Pforte steht nun offen. Dein Körper wurde vom Miasma in Mitleidenschaft gezogen. Noch besitzt du nicht deine alten Kräfte. Doch die segensreichen Lichter, die du in den Schreinen erlangen konntest, scheinen die Verderbnis in dir schon ein Stück weit geheilt zu haben. Unsere gemeinsame Zeit war nicht sehr lang, aber es war mir eine Ehre, dir zu begegnen. Okay, er bleibt nicht unser Gefährte. Zeldas Beschreibung war zutreffend. Bitte kümmere dich um sie. Ich verlasse mich auf dich. Also, jetzt stehen wir wieder da, wo wir vorhin schon mal standen. Und jetzt kann ich hier irgendwie das wieder aufbauen? Nee, kann ich ja trotzdem nicht. Oder irgendwie hier eine Brücke bauen? Nee, kann ich auch nicht. Soll ich da... Also... Das Interessante ist halt, hier stand ich ja vorhin schon mal. Und dann habe ich noch gesagt, okay, wenn wir den Teil im Tempel machen, kommen wir vielleicht weiter. Aber so wirklich... Lol. Passiert jetzt ja auch nichts anderes. Soll ich jetzt hier einfach runterspringen? Ist das das, was das Spiel jetzt mir erzählt? Ach, jetzt kapiere ich es auch. Ich kann jetzt natürlich, ich bin blöd, ich kann jetzt natürlich hier, hier hochgehen. Okay, das hätte ich aber vorhin auch schon gekonnt. Mist, hätte ich doch vorhin weiter probieren können, was alles passiert und möglich ist. Ach, ärgerlich. Okay. Dann probieren wir jetzt aber doch erst, nachdem ich jetzt nicht durch den Tempel der Zeit da hochgekommen bin, gucken wir uns jetzt trotzdem kurz an, was da oben ist. Weil das interessiert mich jetzt schon. Abflug. So, das interessiert mich jetzt schon, was ich hier so finde. Weil scheinbar komme ich doch nicht von selbst hier hoch, im Moment zumindest. Aber hier oben war ja eine richtige Plattform und so, wie so eine Arena.
Ich bin jetzt nicht ganz oben gelandet. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja. Da. Da ist mein Durchgang. So. Ne, das ist ja wie... Ich weiß nicht, was das hier ist, aber das ist ja... Das ist ja irgendwas. Aber scheinbar noch nichts von Relevanz. Ich wollte vorhin extra nicht hier hinlaufen, weil ich Angst hatte, dass ich hier irgendwas auslösen könnte. Aber scheinbar ist es noch nicht von Relevanz. Okay. Ha. Sehr interessant. Ich sehe also, ich sehe hier nichts, was ich jetzt. Okay. Ja gut, dann ist das noch nicht von Relevanz. Dann kommen wir hierhin wieder zurück, wenn die Zeit reif ist. Jetzt habe ich nur das gleiche Problem wie vorhin. Ich weiß nicht, wie ich runterkomme. Das ist jetzt natürlich schwierig. Ich kann ja nicht wieder zurück mich durch das Ding dingsen. Ich kann mal gucken, wie tief das runter, also wie tief es ist, bis du das so. Ich wette, ich sterbe, wenn ich jetzt da auf die Brücke versuche, mich zu fallen zu lassen. Das ist safe zu hoch. Ich glaube nicht, dass Link das überlebt. Ja. Ja, gut. Aber dann starten wir jetzt wahrscheinlich hoffentlich beim Ausgang. Yes. Okay. So, also dann hätte ich vorhin aber auch... Ach, das ärgert mich jetzt. Ob ich dann... Ach Mann, ich hätte wissen wollen, ob ich ohne das weitergekommen wäre. So, weil dann hätte ich vorhin hätte ich hier auch den hier machen können. Das wäre vorhin auch möglich gewesen. Da habe ich nicht dran gedacht. Schade. Na, so. Und hier wäre ich auch noch gewesen. Obwohl das hier alles noch nicht offen war. Also hier hätte ich theoretisch hingekonnt. Ich will das nochmal betonen. Es wäre möglich gewesen. Jetzt will ich irgendwie darüber. Nochmal der gleiche Trick. Sieht so aus, ne? Ja. So. Okay, bei dem Ding hätte es jetzt vielleicht irgendwie geheißen, dass ich nochmal zurückkehren muss oder dass irgendwas noch nicht geht. Ich weiß es nicht. Was macht das Teil hier jetzt? Was ist das? Ist das irgendwas mit Zelda? Sieht so hell aus. Licht ist doch immer Zelda. Okay. Das Schwert reagiert. Okay.
Yo! Was geht jetzt ab? Das habe ich ja noch nie gehört. Okay. Auf nach Hyrule. Und das Schloss Hyrule sieht wie immer fantastisch aus. Okay, der Aufbau von Hyrule ist jetzt aber natürlich der von Breath of the Wild, ne? Das heißt, hier hinten ist das ganze Feuerzeug und so weiter. Okay, wir gucken es uns gleich an, wenn wir unten sind. Aber was ist jetzt passiert? Ist jetzt mein Schwert weg? Ja. Ich meine, ich hätte es eh nicht mehr nutzen. Ich habe es ja eh nicht nutzen können, aber okay, jetzt ist es ganz weg. Okay. Ja, wahrscheinlich geht man halt da runter, wo so ein Wasserdings ist. Gut, dann ab nach Hyrule. Ich habe schon wieder diesen scheiß Pfeil ausgewählt. Hui! Ach, hier ist das Wasser. Ah, oh, es ist cool. Ja, wobei so ganz... Doch, hier hinten ist der Vulkan. Ja, ja, ja. Ich muss mich orientieren. Dann sind da die Ori gewesen irgendwie. Bin ich richtig? Ja. Aber ich schätze, so ein bisschen haben sie es trotzdem umgebaut. Weil an der Stelle kann ich mich zum Beispiel nicht an so einen riesigen Teich erinnern. So, erstmal raus hier. Erstmal raus hier. Erstmal raus hier. Königreich Hyrule. Wir sind wieder in einer riesigen Welt. Also, das kenne ich, das Gebiet. Wenn ich jetzt richtig denke, kartentechnisch. Achso, ich sehe nichts. Was mit Hilfe von Kanzel zwischen Ebenen? Oh ja, okay, I see. Das wären jetzt die Himmel... Okay, ja. Das ist Oberfläche, das ist Himmel. Okay, alles klar. Huiuiui. Ja, ich versuche mir mal zu orientieren. So. Hier ist Schloss Hyrule. So, das ist ein bisschen in der Luft. Hier ist Goronia. Dann ist doch, also Goronia halt, ne, also der Bereich. Dann ist doch da eigentlich so ein bisschen das Zora-Reich in der Richtung. Hätte ich jetzt gedacht, dass da das Zora-Reich war. Da drüben irgendwo müsste unser altes Startplateau sein. Hier in der Richtung müsste die Wüste sein. Sind das hier wieder so Türme, die Karten dann? Sind das hier so Türme? Das sind doch... Wenn es jetzt mehrere davon gibt, sind es doch safe die Türme, die Dinger... Ja, das sind doch hundertprozentig sind es die Türme, die die Karte mir eröffnen. Safe. Und da in der Richtung könnten dann die Ornis sein, so ungefähr. Wobei eher so in die Richtung. Eher so dahinter, dem Ding. Da könnten die Ornis sein, so in dem Bereich. Aber ich bin gespannt, wie viel man noch vom alten Hyrule erkennt und wie viel sich jetzt geändert hat. Oder ob sich alles einfach gefühlt alles geändert hat. Also zum Beispiel diesen Abschnitt hier, das ist jetzt irgendwo... Das ist jetzt hier so auf der großen Ebene.
Oh, Feuerfrucht, ganz wichtig. Funkelfrucht. Kann ich daraus dann Blitzpfeile machen? Brich sie auf, um Monster mit Funkellicht zu blenden. Okay. Da drüben wäre zum Beispiel schon mal ein Schrein. Boah, jetzt halt die Frage, in welche Richtung geht man jetzt als erstes. Jetzt bin ich komplett frei. Das Einzige, was mir das Spiel jetzt vorgegeben hat, ist... Achso, okay, soll ich hier hinkommen. Ja gut, so ganz frei bin ich noch nicht. Wir gehen noch zu Zelda, ist in Ordnung. Wir gehen noch zu Zelda. Zumindest ist da ein Ziel eingetragen. Das wird schon nicht gleich das Schloss... Ach so. Ist dieses Ding vielleicht das Schloss? Nein, ich... Das könnte halt das Schloss selbst sein. Dann kann ich da natürlich noch nicht hingehen. Ich wollte es mal markieren. Mein Gott, ich drücke alles falsch. So. Wo ist das jetzt? Nee, das ist so davor. Okay, okay, okay. Das ist so davor. Dann gehen wir da mal hin. Gehen wir da jetzt noch hin? Ja, da gehen wir... Wobei, ist das eine 37? Das ist eine 37. Ich guck mal, wie schnell ich da hinkomme. Das sieht nicht so weit aus, ne? Es sieht nicht so weit aus. Wir laufen da mal ganz schnell hin. Vielleicht ist es doch ein bisschen weiter, als ich gedacht habe. Nee, Bockblitz auf euch habe ich jetzt gerade keine Lust. Kann man wieder Schild surfen? So nicht. Nee. Okay, ich wüsste jetzt nicht, wie man Schild surfen konnte. Da ist ein Schrein. Halt. Rubine! Geld! Geld! Na, sammelt doch das Geld ein. Yay! Wir haben unser erstes Geld gefunden. Wir sind reich. Seht ihr, da ist ein Lumi. Was passiert? Was passiert hier? Blutmond? Jo, kaum bin ich hier, ist Blutmond. Oh Mond, in tiefes Rot gefärbt. Nichts entgeht deinem blutigen Schein. Die Seelen der Monster erlangen wieder eine fleischliche Gestalt. Junge, es ist einfach sofort Blutmond. Wie einst im großen Kriege es geschah, ergießt sich ihr Hass von neuem über das Land. Alles klar, Zelda, alles klar. Okay. Ich kann ja schon Fotos machen, ne? Ich würde den gleich mal fotografieren. Auch wenn ich nicht mehr weiß. Was habe ich schon wieder gedrückt? Wie ich Foto machen kann. Ist hier Foto dabei? Nee. Ich habe doch schon Fotos gemacht. Wie kann ich Foto machen? Das ist nicht Foto. Ich bin zu blöd dafür, ne? Nein. Das wollte ich nicht. Nein. Nein.
Hä, wie konnte ich Foto machen? Ich hab doch schon mal Foto gemacht. Oder? Das ist Fernglas, aber das... Aber Leute, ich bin dumm. Nee, die Bilder. Nee, die Bilder hat Zelda gemacht. Ich habe noch kein Foto gemacht. Nee, ich habe noch kein. Okay, never mind. Man konnte die abschießen, ne? Irgendwie so. Oh, scheiße. Ah, perfekt. Krieg ich meinen Pfeil wieder? Wie immer? Yes. Immerhin das. Immerhin das funktioniert noch. Okay. So, ich will noch schnell zu dem Ziel da gehen. Was ist hier? Oh, man kann jetzt auch in die Höhlen rein, oder was? Ja, okay, gehen wir später rein. Gottes Willen, hier ist Party. Da war wohl ein Monsterbau. Okay. Aber da drüben ist ja richtig... Oh, okay, da wo Zelda ist, wo Zelda sein soll, ist wohl auch ein Dorf oder sowas. Was war das? Da ist irgendwas gelandet. Ha. Ich glaube, wir gehen doch erst im nächsten Part dahin. Das scheint mir doch ein etwas weiterer Weg zu sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.